Zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die mit uns, den Microwavern. Heute auch wieder nur zu zweit, nämlich der Baldur ist an der Kamera. Hallo. Und Ansage, natürlich habt ihr es euch schon gedacht, der Daikasai. Hallöchen. Jo, ich bin hier gerade ein bisschen Waffenteile am Verbrauchen, weil wir nämlich jede Menge davon haben. Und ich räume auf. Ich reg's jetzt einfach aus. Übrigens, apropos Waffenteile, ne? Ja. Ja, ich hab, wir haben hier auch noch ein oder zwei Waffenteile. Du sagst das gerade irgendwie mit einem etwas unterschwelligen Ton, der mir irgendwie Quatsch, in dem ich niemals, niemals, ich doch nicht. So, ich brauch mal dringend was zu essen. Ich doch nicht. Im Leben nicht. Was erwartest denn du von mir? Schwarz, ich mir jetzt mal gebratenes Hirschfleisch. Ich wäre dafür, dass wir alles, was faulty ist, außer jetzt SMG und Sniper Rifle Parts, schmelzen. Nein. Warum nicht? Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn du jetzt, sag ich mal, Fine Pistol Parts, einen Fine Pistol Receiver und einen Fine Pistol Barrel hast und dann aber nur ein faulty Grip, kannst du da draus trotzdem eine Good oder mit bisschen Glück je nach Qualitätshöhe der Teile sogar Feinpistel bauen. Mhm. Immer dran denken. Also wirklich im Moment mal nichts wegschmeißen, weil ich habe hier jetzt Waffen gebaut, die sind von der Qualität her fein und haben mindestens noch ein weißes Teil drin. Hätten wir das eingeschmolzen, hätte ich die einfach nicht. Das wäre schlecht. Ja, dann müssen wir jetzt dringendst Metall suchen gehen. Ganz, ganz dringend. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was in dem Gang. Wie gesagt, ich würde jetzt auch gerne mal die Teile noch so ein bisschen verbauen. Weil wenn du sagst, hier hinten sind noch haufenweise Teile... Guck doch mal. Alter! Da kann ich ja mindestens eine gute Shotgun draus... Ich sag doch, das sind noch ein oder zwei Teile. Ey, fick die Henne. Ich weiß, was ich jetzt baue. Nee, werde ich klappt, mit Sicherheit nicht machen. Dann platzen mir die Eier. Nee, das tut doch weh. So gut rausgehen lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Also endlich die Shift abgedrückt. Aber sonst ist alles in Ordnung mit dir. Baldur. Ja. Guck mal. Ja. Magnum. Ja. Wir haben sogar, wir haben sogar 10mm Munition dafür. Nein, keine 10mm. Ach nee, Quatsch, die hat ja eigene. Die hat, ja genau, die hat ja eigene. Die haben's. Aber wir haben eine Magnum. Ja. Zwar ohne Munition, aber wir haben eine Magnum. Ich glaube, das ist das erste Mal in einer von uns aufgenommenen Folge. Und vor allem, es ist sogar schon eine pur. Hm. Alter. Nicht das ist schlecht. Schon mal nicht schlecht, wollte ich gerade sagen. Ja. Nicht, es ist nicht schön. Ja. Aber auch nicht schlecht. So. Da ist ja. Oh, meine Fresse. Zeug drin, das ist ja der Wahnsinn. So. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ja. Ich glaube, wir haben hier. Ich sag's mal so: Wenn wir die Teile mehrfach haben, kannst du auch die Faulties einschmelzen. Also lass immer einen da, aber den Rest kannst du einschmelzen. Jo. Dann schauen wir mal. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt bei der Magnum war es jetzt halt wirklich der Frame ist faulty und der. Ich meine, die Trommel ist faulty, aber der Grip ist great. So, und daraus kriegst du halt schon mal eine pur. Ist jetzt nicht so mega. Oh, die obere Weapons-Dings ist noch locked. Unlock. Jo, okay. So, weil ich glaube, ich bossel mir jetzt hier mal noch eine Schrotflinte 2. Weißt du, was ich jetzt mach? Ja, was denn? Leder. Ach stimmt, du kannst Leder machen. Ich habe hier nämlich noch 40 heute. Nein, kann ich nicht. What? Weißt du, wo ich Leder kann? Wo denn? Auf dem Stream-Server. Ach stimmt, richtig. Da haben wir es gefunden. Hier haben wir es noch nicht gefunden. Da war ja was. dumm hier laufen. Das ist so ätzend. Nein, ich hab mich schon so gefreut. Darf ich mal kurz an die Story springen? Ja, ich habe hier noch jede Menge
Mist im Inventar, der kann aber da rein. Zum Beispiel hier Hard Metal Doors, 4 Stück. Ja, mach das. Ich, wie gesagt, ich bin hier ein bisschen so am. Ja, ich sammle jetzt mal gerade die ganzen Shotgun-Parts, die ich noch so finde, auf, weil dann baue ich uns nämlich noch eventuell die ein oder andere schöne Shotgun. Ja, tu das. Boah, Alter, ich krieg hier mindestens noch 2 oder 3 gute Jagdgewehre raus. Alter, wir haben so viel. Boah, Mann. Ich weiß gar nicht, was wir damit alles machen sollen, mit diesen ganzen Sachen. Und null Übersicht, was wir noch haben und nicht. Tja. Das ist. Aber wie gesagt, okay. Ich nehme jetzt mal aus den Kisten alle Shotgun-Parts raus, die es so gibt. Und werde mir da jetzt versuchen, irgendwie noch so. Shotgun 2 rauszuschrauben. Also, die Kiste hier, ne? Moment. Ich bin gerade im Inventar, ich sehe nicht, was du machst. Achso, von den 3 Kisten, die ganz rechts. Ne? Zur Mauer wenn, hin. Wenn ich von der Schmiede drauf. Ja, da schmeiße ich jetzt alles drin, was irgendwie für Schmieden gedacht ist. Weil ich verliere hier echt den Überblick. Ich habe jetzt wieder an 2 oder 3 Stellen habe ich Led-Ore und so einen Scheiß gefunden. Okeli-dokeli, Nachbarin. Weil echt so langsam verliere ich hier den Überblick, wer da was hat. Was halt echt cool wäre, wenn man die Sachen mal beschriften könnte. So, dann gucken wir mal. So, Shotgun, da kriege ich glaube ich noch mindestens eine gute hin. Wenn ich die beschissenen Teile zuerst reinziehen würde. Ach, ist schon so spät. Ja, ja. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Uhr geachtet, ganz ehrlich gesagt. Sag mal, wie viele Töpfe brauchen wir? Da sind die. Warte, so rum und dann bauen wir hier noch einen. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Und Craft. Blablabla. Nee. So, dann haben wir noch eine gute Shotgun. Guck mal eine an. Sehr schön. Eine normale? Ja. Ah, immerhin. Ich mag die Swift off nicht. Die Sword off. Meine ich doch. Ich sag immer Swift off. Ich finde sie halt vor dem Hintergrund relativ gut. Wenn du nachher die Slugs hast, ist die prima, weil die eine riesen Streuung hat. Also du machst auf 3 Meter Entfernung 9 Block Wand kaputt. Mhm. Das ist halt schon ziemlich geil, ganz ehrlich gesagt. So, also Wasser und den ganzen Kram mache ich jetzt unten rein. Also in der Küche. Okay. Und alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat, kommt oben rein. In die Hängeschränke. Yep. Weil, wir haben über 5 Stellen verteilt. Oh shit. Getränke. Die geht nicht besser. Und leere Gläser und überhaupt und jo. Jo. So. Also die fertigen Waffen mache ich jetzt erstmal hier hinein. Dab, 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 dab. Dab. Den. So. Ja. Da haben wir Bottled. Ja, wir haben also einiges an guten Waffen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Warte mal gerade. Da kann man doch. Moment, hab ich da jetzt einen richtigen Lauf drin? Ja, hab ich. Mist. Schade. Was denn? Die eine ist nur faulty geworden, aber egal, ich werde die jetzt mal so lassen. Die kann man ja, wie gesagt, nochmal um, aus und überbauen. Ja. So, dann habe ich jetzt hier 3 faulty Long Shotgun Barrels. 2 ja. Faulty. Ja, also Sniper Rifle und wie heißt's? Na, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Sniper Rifle und SMG. Ja. Würde ich vorschlagen, da heben wir wirklich auch alles auf, was auch faulty ist. Was wir finden, ja, genau. Weil die Dinger sind halt einfach. Die sind halt einfach so selten, da kann man jetzt nicht mehr viel reißen. So, aber ich glaube, ich krieg hier. Ich mach jetzt noch. Ach ja. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Ich mach ein paar von den Faulty Läufen, mache ich in die Schmiedekiste, die kannst du einschmelzen. Ja, ja, mach das, mach das, mach das. Was in der Schmiedekiste ist, wird geschmolzen. Ja. Ich hab viel schöneres Problem. Nein, bitte nicht. Die Feuer funktionieren immer.
Ich sag ja, nein, bitte nicht. Wenn du willst, kannst du es mal noch probieren. Ach, scheiße, ich hasse sowas. Warte mal ganz kurz, ich bin hier immer noch an den Waffen am Basteln, weil ich glaube, da kann ich noch einiges schrauben. Du. Mann, ich versuche mal eine andere Feuerstelle. Also wir haben jetzt auch 4 Sword of Shotguns. Wie gesagt, ich finde die gar nicht so schlecht. Was war das denn jetzt? Das war ich. Weil? Ah ja, ich habe halt ganz schnell auf Cook gedrückt und dann so... Okay. Also steigt dein Aggressionspotenzial jetzt gerade ins Unermessliche. Ja, nicht ganz, aber es ist, ja... Es ist irgendwie nervig. Ich habe mich schon gefreut, dass der Server sich nicht auf Tag 1 zurückgesetzt hat, als wir uns eingeloggt haben. Wahrscheinlich tut er das aus einem guten Grund. Jetzt weiß ich warum. Scheiße. So, da kann ich schon nicht mehr so viel rausnehmen. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir mit dem Hunting Rifle Part so alles anfangen können. Weil ich glaube, wir haben hier noch einiges an Zeug, was man echt noch verbauen kann. Sag mal, ich habe doch hier irgendwo Tempo gesehen. Pistol Parts. So, da kann man auch noch einmal einschmelzen. Da sind Hunting Rifle, da sind nochmal Pistol. Alles, was man einschmelzen kann, kommt hier rüber. Dann haben wir nämlich nachher auch wieder ein bisschen mehr Übersicht. Ja, da wäre ich voll dafür. Ja, ich gebe mir gerade alle Mühe. Bin gerade am Überlegen, was wir mit den Holzteilen machen. Was für Holzteile? Die kann man verfeuern. Ja, die Holzteile. Schmeiß weg. Ja, aber lass mich, wie gesagt, lass mich erstmal einen Überblick kriegen. Ja, also schmeiß weg im Sinne von verbrennen und so. Ja. Sniper Rifle Parts heben wir auf, haben wir gesagt. Was genau. Ist das? Das sind Hunting Rifle Parts. Da ist ein Stock. Warte mal. Wenn das jetzt funktioniert, kriege ich Schreikrampf. Warum? Warte kurz. Warum? 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 Warte bitte kurz. Warum? Ich muss mich hier gerade saumäßig konzentrieren. Warum? Warum? Das warum? Jetzt funktioniert dann jetzt widerlich. Sterb ich den Heldentod. Ah, schade. Hast du die Sniper Rifle Blueprints gelernt? Frag mich was einfacheres, Moment. Ja. Okay, dann bau doch bitte mal gerade eins. Ich schmeiß dir die Teile hin. Ja. Ich habe gerade entdeckt, die Dinger, die ich für Pistol Parts gehalten habe, waren tatsächlich Sniper Rifle Parts. Ja, und voll die Sniper Rifle. Krieg ich jetzt? Erstmal ist kaputt. Klick, klick, klick. Oh, das ist doch mal ein schönes Visier. Oh, da kann man sogar zoomen. Ja, natürlich. Ja, ich habe noch nie eins in der Hand gehabt. Es sieht schweinegut aus, das Ding. Ja. Das sieht schweinegut aus. Also auch von außen. Liegt da. Die haben die Skin ja einmal komplett überarbeitet. Kannst ja, bei einigen Sachen halt. Guck mal hier. Moment. So sieht das Ding jetzt aus. Und sie haben es halt ein bisschen ans M4 angelehnt, aber da kennen wir einen Sniper Rifle. Ja. Großartiges Teil. Ich habe sogar noch Munition dafür. Jetzt gucke ich mir aber gerade mal die Stats an, weil ich glaube, die sind ja 55 Meter, da ist mein Jagdgewehr wesentlich besser. Es ist faulty, wir haben halt nur faulty Sachen da, also. Ja klar, aber man kann schon mal was damit anfangen. Ich werde es jetzt trotzdem mal in eine Kiste packen, weil, also es ist ein mega Ding, keine Frage, aber wenn wir noch bessere Teile finden, werden wir auch bessere Sniper Rifles bauen können. Das ist klar, das haben wir ja festgestellt, ist bei allem so. Das ist irgendwie jetzt selbsterklärend gewesen. Genau. So, warte, jetzt. Ich sortiere hier noch ein bisschen. Ach, da sind noch grüne Hunting Rifle Parts. Ey, sag mal, was haben wir denn da noch an Teilen? Das ist ja Wahnsinn. Einiges. Ich habe doch gesagt, wir haben da noch 2, 3. Ja, hier liegt noch ein Shotgun Barrel rum. In welcher Kiste bist du denn? Ich bin da jetzt erstmal in der. Ah, da. Okay. Ja. Ich habe da ja gesagt, da liegt ja noch jede Menge Kram rum. Ja, ja, ich bin jetzt auch mal gerade am Sortieren, weil, wie gesagt, wir können, glaube ich, auch einiges einschmelzen. Hier ist jetzt schon einiges an Teilen, was man einschmelzen kann hier drin. Also wenn du Bock hast. Und ich check mal gerade, ob man nicht eins von den Hunting Rifles, die wir schon haben, noch ein bisschen aufwerten kann. Sag mal, wo ist denn das ganze Scrap Metal hin, das hier drin war? Hätte doch
vorhin noch ein paar Hunting Rifles an. Ach, die habe ich schon dabei. Bitte? Da war doch, da war doch jede Menge Scrap Metal und. Ich habe jetzt auch keins mehr dabei. Nee, ist gut. Ich bin. Wie gesagt, das ist das, was ich gemeint habe. Ich verliere den Überblick. Es war in einer anderen Kiste halt. Stock rein. Da ist auch der Tello, der da nichts zu suchen hat. So. Zack, und dann basteln wir uns noch eins. Und das ist fein. Schon haben wir ein weiteres Fine Hunting Rifle. Sehr schön. Finde ich auch. Also wir haben relativ gute Waffen jetzt. Das Einzige, was wir nicht so gut haben, na gut, ich habe die Fine Pistol dabei. warte, dann gucken wir jetzt mal hier, ob wir da noch was dran schrauben können. Hätte ich jetzt also wir haben zwei Töpfe in. Das brauche ich mal nimmer. So, zack, zack, das kommt dann dahin. So, der Tello. Was mache ich mit dem? Ja. Nee, das ist auch nur gut. Der kommt erstmal hier in die Hausbaukiste. Allein schon deswegen, wenn man damit Kerzen und so ein Kram macht. Zack. Boah, man bräuchte eine Rüstungskiste oder sowas. Definitiv. Kann ich mal gerade an die obere Waffenkiste? Ja. Ich bin da kannst auch du theoretisch eine Rüstungskiste draus machen aus der oberen. Wir haben hier oben einen Fine Sniper Receiver. Bau den bitte mal in das Sniper Rifle ein. Ja, Moment. Das ist eigentlich relativ easy. Du nimmst halt das Sniper Rifle, legst es dir wieder in deine Kaputtmacht-Dings. Ja. Und dann tauschst du einfach den Receiver aus. Das weiß ich. Pervers. Ja, wo ist jetzt das Sniper Rifle? Das hast du noch, ne? Das ist in der mittleren Kiste hier. Ja, ich denke, du wolltest es unbedingt haben. Ich habe gesagt, ich heb's mal auf. Wenn's, wie gesagt, wenn's besser ist, nehme ich's mit. So brauche ich's nicht. So habe ich meinen Hunting Rifle. Moment. Nee. Ist gut. Ist nix. Immer scrappen. Nix, ja. Ich habe an der falschen Stelle ist der Receiver eingesetzt und hat er mal Scrap Metal angezeigt. Ich hätte dich getötet. Ich hätte dich gnadenlos umgebracht. Sag mal, haben wir nicht noch irgendwo eine Taschenlampe? Nope. Schade. Okay, dann scrappen. Liegt da. Welche Quali hat's? Was ist denn? Oh! So, dann gucken wir mal, was es verändert hat. Es hat die Reichweite um 30 Meter hochgedreht. Jetzt lohnt sich's. So. Und dann. Ach, scheiße, nee, kann ich ja gar nicht. Weiß ich nicht, ob du das kannst. Nee, ich kann halt kein Flashlight an Sniper Rifle machen, weil ich die Sniper Rifle gar nicht bauen kann. Genau. Hast du doch noch ein Flashlight? Ja, hab mir gerade eins aus dem. Warte, ich hab gerade eins aus meinem Hunting Rifle geholt. So, das kommt jetzt mal in die Kiste. Ich bastel jetzt gerade noch ein, zwei Hunting Rifles. Ja, mach das. Wir haben Tag, also. Ja. Gerade mal gucken. Wäre toll, wenn wir vielleicht noch ein bisschen hier rausgehen. Mal schauen, dass ich auch die richtigen Teile benutze. Ich gehe schon mal raus. Was machen wir jetzt? Also, wir könnten weiter suchen gehen, weil wir brauchen unbedingt das Leather-Tanning-Buch. Ja, definitiv. Moment, ich muss mal gerade die ganzen Waffen aus meinem. Ich schlepp hier Waffen und Waffenteile mit, das ist nicht mehr feierlich, ey. Und ich leg mir jetzt erstmal noch einen Schlafsack dahin. Wir müssen das Leather-Tanning finden. Das ja, ansonsten richtig. Hängen wir halt, weil viele Sachen jetzt einfach das Leather-Tanning braucht. Also ja, wir kommen da natürlich nicht mehr drumherum. Ja, das ist richtig. Gerade die Rüstungen und so weiter, von denen wir halt zwar schon ein paar gute haben, aber ich meine. Das bringt uns nicht viel, wenn man sie wegen dem Leather-Tanning nicht bauen kann. Sniper-Rifle ist aktionsbereit. So, Moment, dann repariere ich das mal eben noch kurz. Weil meistens ist ja dann die Damage nochmal was höher.
Dann gucken wir uns die Stats an. 51 verfickte Entity Damage auf 81 verfickte Meter. Das ist unglaublich. Ist doch gut. Auf jeden Fall. So, aber ich muss jetzt eben noch schnell was futtern und trinken und dann können wir meinetwegen wieder los. Nimm einfach mal noch Dosen mit vielleicht. Oder guck mal eben. Oder mal machen unterwegs nochmal Fleisch und so ein Kram. Ja, guck du mal eben auf die Karte, wo wir eventuell noch hinlatschen könnten. Weil ich habe jetzt gerade keine Idee mehr, ganz ehrlich gesagt. Ja, die Karte ist ja nicht klein. Also im Süden war man schon sehr weit. Ja. Boah, ich würde gerne die Karte weiter rauszoomen können. Ja, schade, das Bärstu hatten wir natürlich auch nur auf dem... Ja, genau. Und deswegen versuchen wir ja verzweifelt... Ah, stopp halt. Bevor ich es wieder vergesse. Ja. Wir haben hier noch ein bisschen was an Metall. Ich würde einfach gerne noch mal ein paar Pfeilspitzen machen. Ja, also meiner Meinung nach braucht man die nicht. Hast du noch Feuerholz? Ja. Eisenpfeilspitzen? Ja, also ich habe Stone-Pfeilspitzen und Zombies fallen nach einem Schuss. Wenn man sie halt in den Kopf trifft. Ja, okay, dann ist es eventuell Material. Aber die Stahlpfeilspitzen brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ja, musst du mal gucken, irgendwo hinten in der einen Kiste habe ich die Stahl... Spitze reingelegt. Ja, die brauchen. So. Ja, die brauchen wir, wenn Lugus wieder da ist, weil der kann ja Feuerpfeile machen. Ja, aber. Warte mal gerade. Holz. So, da kann man noch die Frames stacken, dann passt das auch wieder. Und er ist auch, glaube ich, der Einzige, der Stahlbuch gelernt hat. Ich kann's nämlich nicht. Nein, ich kann's auch. Ah, gut, weil dann machen wir eine Mold draus. Wir haben ja keine Stahlspitzen. Ja, Mold. Ich finde die aber gerade nicht. Oder? Ah ne, stopp, die sind bestimmt, ja, die sind in der Munitionskiste. Ja, natürlich. So, aber... Denn auch sonst? Es ist mal wieder soweit. Ja. Bevor wir jetzt aufbrechen, ich würde noch sagen, Richtung Nordwesten, da könnte man mal noch ein bisschen langlaufen. Yep. Das sehen wir aber dann das nächste Mal. Richtig, das nächste Mal. Okay. Also dann, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch weiter für den Channel interessiert, vielleicht auch mal unsere anderen Projekte angucken wollt. Es sind zwar nicht viele, aber ich finde, sie sind auf jeden Fall lohnenswert. Dann abonniert doch einfach den Channel. Folgt uns auf Facebook und Twitter. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!